So Leute, wir sind endlich wieder zurück und können euch endlich mal die Aufgabe zeigen, nämlich bei Star Wars füge Gegnern Schaden mit einem Lichtschwert zu und blocke Schaden mit einem Lichtschwert. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich bin glaube ich schon seit einer Stunde unterwegs und suche Lichtschwerter. Ich habe sie einfach nicht gefunden. Ich habe schon fast die Hoffnung aufgegeben, aber sie sind dann doch im Spiel drin. Man muss einfach wirklich Glück haben, was das betrifft. Das Problem ist, die meisten werden auch gierig, wie hier der Spieler, der gerade vor mir rennt. Er hat sich einfach alle vier geholt. Also ihr müsst echt Glück haben, was da die Lichtschwerter betrifft. Sie sehen halt aus wie normal. Also die Kisten sehen deutlich anders aus. Aber ich werde noch ein Bild dazu einfügen, definitiv ein Thumbnail, wie das Ganze aussieht. Weil ich war jetzt wirklich eine Stunde in Gruppenkeile unterwegs und habe einfach diese dämliche Kiste gesucht. Jetzt habe ich dann endlich mal ein Lichtschwert bekommen und kann euch dann noch mal zeigen, wie das Ganze aussieht und wie ich selbst die Aufgabe mache. So, ich würde sagen, bauen wir uns mal hier hoch. Ist natürlich ein kleiner Krampf. Also ich habe eben eine Killrunde gemacht mit einem Gruppenkeile mit 30 Kills, weil ich einfach kein Schwert gefunden habe und habe mir einfach gedacht, aus Frust, ich baller einfach alles ab, was mit dem Schwert rumläuft. Das war mir in dem Moment auch egal. Weil das ist halt wirklich ein bisschen Krampf. Aber ich habe schon gelesen bei vielen, die finden wie ich auch einfach kein Lichtschwert. Weil die können einfach random überall, wo eine normale Kiste ist, können die rumstehen. Ja, hier ist auch eine normale Kiste, aber das ist auch eine normale Kiste geblieben. Also wie gesagt, ich bin eben 3 Runden lang rumgeflogen, rumgesprungen und habe einfach nichts gefunden. So, ja, hier, das werde ich wahrscheinlich auch direkt verlieren, weil da hinten ist ein Gegner. Aber mit meinen 15 Leben wird das Ganze natürlich wieder ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, mit dem Blocken bei Controller einfach L2 und Angriff einfach auf R2. So, jetzt versuchen wir hier erstmal auf Krampf irgendeinen zu finden. So, mit dem Blocken einfach gedrückt halten. Wie ihr gesehen habt, schon habe ich das geschafft. Ja, Lecks sind wieder inklusive. Ja, aber 85 Schaden, also ihr habt schon gesehen, ist eigentlich easy zu machen. Einfach angreifen, aber wir versuchen es natürlich fertig zu machen. Ihr kennt mich. Ah, da unten rennt schon wieder einer rum. Ah, der Gleiter ist natürlich nice. Boah, die Lecks sind natürlich auch wieder nice. Aber irgendwie habe ich es geschafft, dann doch Schaden zu machen. Jetzt müssen wir nur gerade gucken, Herausforderungen. Star Wars. Beide schon geschafft. Also ihr habt gesehen, easy zu machen. Nur kurze Infos, was die Custom Games betrifft und das Preisgeld. Da gibt es eine kleine Info, nämlich Custom Games laufen schon seit heute Morgen. Preisgeld sind 20 Euro im Zeitraum bis zum Jahresende. Derzeit der erste hat 2 Siege, also alles noch ganz entspannt. Wenn du neu auf dem Kanal bist, gerne ein Abo dalassen. Vergesst nicht, das Video zu liken. Und in dem Sinne schon mal viel Spaß mit den 2 Aufgaben. Wie gesagt, es ist ein Krampf, diese Kiste zu finden, wo die Lichtschwerter drin sind. Und wenn eine Kiste gefunden wird, sind die Leute meistens so gierig und holen sich direkt alle Lichtschwerter mit. Also da muss ich echt sagen, da ist die Community ein bisschen am Übertreiben. Weil im Prinzip jeder will dann jede Farbe mithaben und. Und für alle normalen Spieler, ihr könnt EP sammeln ohne Ende. Das ist halt einfach nice mit den Dingern. Aber wie ihr seht, ich habe extreme Lecks, aber komischerweise erst seit der Aufnahme. Zack, den weggeholt. Da hinten ist schon der nächste. Da kommt er aus dem Wasser gesprungen. Ah, das war der Gegner. Ja. Das sind natürlich die, die mit den Waffen sind. Die werden natürlich draufgehen ohne Ende. Also wie gesagt, es ist einfach zu machen. Das Schwierige ist echt, eine Kiste zu finden. Wir könnten ja mal gerade gucken, ob wir jetzt eine finden, weil hier war anscheinend noch keiner. Aber wie gesagt, ich habe eben gefühlt 40 Kistenspots aufgemacht und nirgends war diese Kiste zu finden. Ich habe sie dann zufällig gefunden, wo ich dann einen Spot hatte. Diese Lecks, die sind in Fortnite. Komischerweise. Weil die Aufnahme läuft ganz normal. So, gucken, ob hier unten die Kiste. Die hören sich auch ein bisschen anders an, die Kisten. Aber ich sage, die sind so schwer zu finden.
Vor allem, ich habe echt schon gedacht, auf dem PC, ich habe die einfach nicht. Weil ich einfach 3 Runden lang nichts gefunden habe. Aber gar nichts. Gucken, ob wir hier noch eine finden. Ah, schon noch ein Gegner im Haus. Haben wir uns auch eine normale. Da noch ein Geschenk drin. Ah, ich dachte, es wäre ein Gegner. Aber ich sage, die Kisten sind echt anscheinend so selten. Aber wenn man in der Runde rumläuft, gefühlt hat jeder ein Lichtschwert. Nur man selbst findet keins. Ich sage, ich habe eben eine Runde mit 30 Kills, danach nochmal eine mit 20 Kills. Also Kills könnt ihr jetzt machen ohne Ende. Weil gefühlt halt jeder mit dem Lichtschwert rumrennt. Gucken, vielleicht komme ich noch rein. Natürlich nicht, aber wäre auch eine normale Kiste gewesen. Ich würde halt euch schon gern zeigen, wie die Kisten aussehen, aber ich denke mir, ihr werdet das eh direkt sehen. Es sind halt so kleine viereckige. Aber hier unten nicht eine? Nee. Also es ist echt nicht einfach, diese dämlichen Kisten zu finden. Natürlich geht er auf Seite. Man kennt ihn. Ja, ich muss ja immer noch diese Waffenmissionen machen. Bam, 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 bam. Lol, wie das leckt. Das Lustige ist halt, eben hat gar nichts geleckt. Die ganze Zeit nicht. Lol, 31er Hit kriege ich hin. Also wie gesagt, mit den Lichtschwertern ist wirklich nicht leicht. Ich bin jetzt nur gerade am gucken, wo wir vielleicht eventuell noch eine Kiste finden können, wo eben noch keiner rumgeflogen ist. Aber ich denke mal, es wird schwierig werden, jetzt noch eine leere Kiste zu finden. Da war auch schon einer. Ah, hier oben geht eigentlich selten einer hin. Weil hier sind eigentlich die Dächer noch ziemlich unberührt, muss ich sagen. Aber ich weiß, wie das ist. Ich finde dann komischerweise auch noch eine, wenn ich dann selber schon eine gefunden habe. Ihr kennt das. Erst sucht ihr stundenlang und dann findet man 5 Stück hintereinander. Aber hier sieht es echt schlecht aus. Also schreibt mir bitte in die Kommentare, habt ihr ziemlich schnell eine Kiste gefunden oder nicht? Ah, hier haben wir noch eine. Ich sag doch, ich finde nur eine. Das war mir so klar. Ich habe eben 1 Stunde lang gespielt. Und jetzt finde ich sie komischerweise. So, dann aufmachen und dann habt ihr direkt 4 Lichtschwerter in jeder Farbe dabei. Also, und in dem Sinne würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Video. Ich will euch nur noch mal ganz kurz zeigen, wie das Ganze dann. Ja, wir kennen es. Also, Fortnite ist derzeit echt übelst am Laggen. Könnte aber auch vielleicht daran liegen, dass jetzt sehr, sehr viele online sind, gerade um die Uhrzeit. Was die Surfer natürlich eigentlich nicht so gewöhnt sind, aber werden wir einfach mal sehen. So, ihr seht schon das neue Lobby-Design. Ich sage einen ganz ehrlich, so könnten wir es für immer lassen. Ganz auf jeden Fall. So, hier haben wir jetzt den Gleiter bekommen. Da ist er. Und wie gesagt, den haben alle bekommen, weil es da Probleme mit dem Fortnite-Event selber gab. Deshalb wundert euch nicht, wenn ihr ihn trotzdem bekommen habt, obwohl ihr gar nicht beim Event dabei wart. Ist halt so ein kleiner Bonus als Entschädigung dafür, dass wir halt, die dabei waren, 10 Minuten warten mussten und die Surfer nicht wirklich funktioniert haben. So, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal kurz in die Herausforderung rein. Ich starte gerade schon. Wenn das jetzt nicht gezählt hätte, ja. Dann müssen wir das Ganze wohl noch mit 200 Schaden machen, mit 100 mal blocken. Aber ich denke mal, das werden wir dann auch schaffen. Da brauche ich auch nicht extra ein Video zu machen. Ich denke mal, da wird dann schon klar sein, was wir zu machen haben. So, als Bonus kriegen wir hier nochmal das Banner. Okay, noch ein Banner. Naja. Aber das, ja, ist ganz okay. So, bekommen wir sonst noch irgendwas? Ich glaube, der geheime Skin müsste da eigentlich auch dabei sein. Ich guck mal gerade. Das
habe ich nämlich eben auch noch gesehen. Da, zack. Nein, ich will nicht diesen Stil davon haben. Zack, zack. Ah, gut. Weil ich habe nämlich gesehen, das soll eigentlich mit den Missionen beendet werden können. Aber ich denke mal, ihr werdet das Ganze dann noch schaffen. Die Herausforderungen sind diesmal natürlich nicht ganz so leicht wegen den Problemen mit den Lichtschwertern. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon hin. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns, denke ich mal, in den Custom Games. Wie gesagt, bis dann und haut rein.